Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Let's Play Alice Madness Return. Und ja, hier muss irgendwo eine Schweineschnauze sein. Zumindest klingt das so. Ich frage mich bloß gerade wo. Naja, auf jeden Fall sind wir hier bei dieser komischen Lavalandschaft, also voller Lava und so. Und irgendwo ist hier ein Schwein. Also so eine Schnauze. Kein richtiges Schwein, aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Hier nicht, da nicht, da nicht. Da nicht. Das so irgendwie. Ich hüpfe einfach mal auf die Platte. Vielleicht sehe ich dann mehr. Eher weniger. Erstmal auf die nächste Platte und hier rüber. Und hier vielleicht erstmal hier. Okay, wir müssen auf jeden Fall darüber. Denn wenn man C drückt und nicht weiterkommt, dann sieht man nämlich, wo man hin müsste. Okay, wir müssen, wie gesagt, hier rüber auf die andere Seite, um diesen Hebel umzudrehen. Beziehungsweise um dieses. Ihr wisst, was ich meine. Um das irgendwie zu betätigen. Und das haben wir auch gleich aufgemacht. Okay. Ist dann natürlich die Frage, wie können wir da hinten darüber? Ah, okay. Ich sehe schon. Einmal hüpfen. Und vielleicht erschließt uns das ja. Also erschließt sich ja das mit dieser Schweineschnauze. Wenn wir drüben sind und dann halt dieses komische Lenkrad-Ding gedreht haben. Okay. Wir hüpfen jetzt erstmal hier rüber. Oh, 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 oh. Oh, ganz schlecht. Das war jetzt ganz schlecht. Ich hab's schon geahnt. Und wir sind jetzt wieder auf diese. Naja, das kann ja härter werden, wenn sich das denn immer neu. Also wenn wir neu respawnen dort an dem Punkt. Ich bin mal gespannt, wie viele Anläufe wir brauchen. Oh, Halleluja. Okay, wir sind erstmal hier drüben. Stimmt, da hinten sprudelt ja das Lava aus den komischen Platten. Okay, so. Erstmal ein bisschen warten. Nein, 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 also das wollen wir nämlich nicht wirklich abkriegen. Wow, au! Das war nix. Aber hey, sind wir nicht mit hier? Ich glaube, jetzt schaffen wir es auch. Ah, okay, so ungefähr 2,5 Anläufe haben wir gebraucht. Ich denke mal, damit kann man leben. Gut, jetzt kann man hier das Ding umnehmen. Das Ventil, Ventil. Ich kam einfach nicht auf Ventil. Wie machen wir das doch? Okay. Ah, genau. Die Lava schmilzt nämlich, beziehungsweise wird jetzt kalt. Und da hinten habe ich auch eine Erinnerung gefunden. Sehr gut. Sehr gut. Aber ich glaube, wir müssen hier rüber erstmal. Okay. Und da haben wir. Das ist das nächste Problem. Oh nein, oh nein. Aua, 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 aua. Ich sehe schon, das war ganz, ganz falsch. Halleluja. Okay, die Schraubellen, die folgen. Blöderweise. Aber es war halt. Abhauen, abhauen, abhauen. Irgendwo muss so ein blödes Muss sein. Aber wo? Ach, da. Okay, das haben wir schon mal geblättet. So. Thank you.
Okay. Oh, da hinten ist auch noch so nett. Gut. Verdeppern wir das mal schnell. Und ich würde mal sagen, spring mal gelangt runter, weil. Wow, wow, wow. Ja, genau, weil diese Teile können wir nämlich auch aufmachen. Und? Ah, hier ist noch so ein Vieh. So. Und wir brauchen nämlich diese Rosen. Oh Gott, ich komme mir ja schon fast vor wie beim Bachelor. Wo man diese Rosen braucht, um weiterzukommen. Okay. Die Teile verdeppern wir auch. Und da ist noch so ein kleiner. Okay. Jetzt mit dir. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir bloß noch dieses komische Vieh da oben. Und. Yep, genau. Alter. Wie war das? Dis und E. Für den Schirm. Bäh. Der ist nicht. Und wir bleiben einfach mal hier hinten stehen. Und hier sind wir, glaube ich, am sichersten. Auch wenn es fast schon wie ein Feigling ist. Wow. Ja, wir sind ein Feigling. Aber es funktioniert. Seht ihr das? Es funktioniert. Wir sind hier ein bisschen geschickt. Und. Ja, wir haben das gebaut. Runter. Ah, gut. Das dauert aber ganz schön lange. Ach, Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen. Mal irgendwie darüber, ja, genau. Und hier, oh. Das ist gut. Und jetzt können wir, glaube ich, hier rüber springen und von der Klappe. Halt, Schwein. Schweineschnauze. Wir gehen erstmal hier rüber. Zur Erinnerung, oh, ups. Das war jetzt nichts. Ich würde ganz gerne diese Erinnerung einhamstern. Ich denke mal hier drauf und dann darüber. Au. Nein. So funktioniert das nicht. Ich will doch bloß diese Erinnerung, meine Güte. Oh Gott, Dankeschön. Denk dran, Alice. Verdamme nicht Dunkelheit und Kälte, wenn du nachts in der Bibliothek bist. Okay. So, die Erinnerung kann mir. Ich guck mich nochmal um. Weil hier ist irgendwo eine Schweineschnauze. Aber wo? Ich schwung nicht mal. Vielleicht sehe ich da mehr. Ernte. Das haben wir jetzt schon hinter uns. Ich hasse das. Ich hasse diese Momente, wenn man weiß, irgendwo muss eine Schweineschnauze sein, aber man sieht sie einfach nicht.
Verdammt. Where are you? Where are you, Nurse? Hey, Oh, das ist was. Das war jetzt keine Schnauze, aber da kann man durch. Vielleicht ist das hier drin. Gewollt. Nein. Aber Patienten können wir abstauben. Und eine Hose. Und? Ja, das ist groß. Schade. Schande. Wo ist diese Schnauze? Ich bin echt überfragt, wo die sein soll. Ich hasse das. Man grabt alles ab und dann findet man es einfach nicht. Und wenn dann irgendjemand sagt, okay, ich habe es gefunden, dort ist es, dann denkt man sich, Mann, verdammt, wieso hat man selber das nicht gefunden? Ach Gott. Ich möchte ehrlich gesagt ungern gehen, ohne diese Schnauze gefunden zu haben. Aber es ist natürlich auch blöd. Sehr blöd sogar, wenn wir uns jetzt Ewigkeiten daran aufhalten. Schäuzchen, wo bist du denn? Guter Moment. Moment. Ach, Gott sei Dank. Manchmal. Also, ohne Worte. Wir haben sie und das ist die Hauptsache. Okay. Dann können wir ja frisch fröhlich diesen Raum hier verlassen. Worüber ich ziemlich froh bin. Und mal gucken, wo es jetzt hingeht. Können der Uhrwerkbombe nicht widerstehen. Aha, okay. Aha. Okay. So, wir sind jetzt hier und ich glaube, wir müssen wir hier runterspringen? Nee, geht nicht. Wir müssen hier durch. Ja, genau. Ah, Ich erinnere mich. Aber wir holen erstmal einen Grinsekarte. Ruhig jetzt, nimm dich zusammen. Spring zur ersten Öffnung, dann zur nächsten und reite auf den Luftströmen nach oben. Okay. Und ich meinte Grinsekatze, nicht Grinsekarte. So, hier, dieses komische Ding müssen wir beballern. Denn wir müssen von hier unten ganz da hochkommen. Wird dann oben eine sehr, sehr wackelige Angelegenheit. Jetzt mag das noch gehen, aber dann wird es ein bisschen tricky. Sieht dann natürlich so einfach aus. Ist es aber nicht. Aber hier werden wir erstmal eine kleine Bombe legen. Puff. Denn hier können wir durch. Vorausgesetzt, man ist geschrumpft. Und ich finde das so lustig. Mit diesem Schluck auf den man quasi hat. Guckt mal, das da ist. Dieser Blick, dieser Ausblick. Der ist doch traumhaft, oder? Echt nicht traumhaft. Na gut.
Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Denn wir müssen ja schließlich dann noch hoch. Ups. Und vielleicht haben wir ja Glück. Schaffen wir es noch in diesem Part. Wäre verteilt. Gut. Hoch und ja. Okay. Moment. Erstmal das Ding befallen und dann hoch. Okay. Es hat gebucht. Da sind unsere nächsten Luftströme. Ja. Okay, so. Oh, Halleluja, ist es knapp gewesen. Erstmal hier rüber, würde ich sagen. Okay, und nun? Erstmal hier alles zu deppern. Klingt nach einem Plan. Weg! Weg, weg, weg. Okay. Hier drüber, genau. Schrumpfen. Komm mal durch. Perfekt. Und hier ist wieder eine. Bloß nicht ran, das ist der Witz der Sache. Ich komm da nicht ran. Ich komm nicht richtig runter. Ist blöd. Ich weiß, das ist jetzt heikel, aber... Hui. Gott. Hat geklappt. Ach Mensch, ich bin doof. Das haben wir ja auch. Die Uhr da oben müssen wir ja. Okay. Ich bin manchmal so verpeilt. Aber wie sagt man so schön, eigentlich ist der beste Weg zur Besserung. Wenn man dann so schön im Spiel ist, na, tja, ist halt manchmal so. Okay, irgendwo war ja dann... Diese andere, oh, genau, da oben. Hab also in die falsche Richtung geschaut. Okay. Da hinten Luftstrom. Ich glaube hier rüber, genau. Dann könnten wir erstmal hier rüber. Und so können wir die Teile bedeppen. Okay, ja, dann hat es nicht sehr viel gebracht, aber nichtsdestotrotz, wir kommen trotzdem dahin, wo wir hin wollten. Da ist noch zu. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter. Irgendwas haben wir vergessen. Okay, wir brauchen das hier. Oh, Alter, das war jetzt fies. Das war gemein. Das war so gemein, die Bildschirmwechsel. Muss einem doch gesagt werden, Mensch. Das ist dann ganz schön fies. Okay. Und jetzt versuche ich mal das Spiel auszutricksen. Ich bleibe hier.
So. Ja. So. Deine Kälte. Jetzt drehen wir noch nicht drauf. Okay. Du bist ganz vorsichtig. So geht's. Ja. So geht's. Und wir sind jetzt hier. Schöne Landschaft. Und ich würde sagen, bevor wir diesen Grinsekater holen, mache ich an dieser Stelle Schluss. Und habe ich jetzt schon wieder Grinsekater gesagt? Ich meinte natürlich Grinsekatze. Okay. Auf jeden Fall an dieser Stelle machen wir Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Kommentiert, abonniert, lasst mir einen Daumen da, macht was ihr mögt und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!